Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bellride. Ja, hier im regnerischen Dänemark, in meinem sehr lichten Dorf, weil wir anscheinend sehr viele Bäume gefällt haben. Ich will diese Folge mal ausprobieren, ob das jetzt mit der Schaufel und dem Graben von den Baumstümpfen, wie das hier funktioniert. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Folge und damit let's go. So, ich hole mir mal die Schaufel aus dem Grabungsschuppen und dann probieren wir mal ein paar Bäume auszugraben. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Ding. Ah, sieht gut aus. Ah, wir kriegen Holz. Oh, gut. Ob man auch mit der Schaufel... Nee, dafür brauche ich eine Hacke, ne? Um den Bauernhof da auszubuddeln, die Felder da. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal finde ich die Worte nicht. Also die Haltbarkeit der Schaufel nimmt krass ab, wenn man Baumstümpfe ausgräbt. Ich bin jetzt knapp bei der Hälfte schon wieder. Und habe jetzt, weiß ich nicht, 5 oder 6 Baumstämme ausgegraben. Die großen hier kann ich nicht ausbuddeln. Das ist ja komisch. Brauche ich da ein anderes Werkzeug für, aber ist es nicht mal ein Point of Interest dran? Also vielleicht wachsen die da einfach nach? Alter, ich kann mit der Schaufel fighten. Ey, vielleicht. Vielleicht werde ich Schaufelfighter. Es sind 2-Handwaffe auf jeden Fall. Und macht bestimmt mehr Damage als eine Axt. Eventuell. Kann man das sehen? Stumpfschaden 21. Ja, es macht einen Schaden mehr als eine Axt. Aber es ist natürlich auch sau langsam, ne? Inventar ist voll. Na gut, dann gehen wir erstmal ins Lager und hauen das Holz da rein. Aber ich würde auch sagen, das reicht auch erstmal mit dem, was ich da ausgebuddelt habe. Wir haben auf jeden Fall noch 2 Schaufeln im Lager drin. Lol. Dann kann ich auch weiter buddeln. Oder wir warten erstmal bis zum Morgen. Ich gehe erstmal schlafen. 5 Tage bis zum Winter. Ey, wie oft ist denn hier Winter? Hört doch jetzt mal auf mit dem scheiß Winter. So. Ist die Schaufel denn richtig... Nee, die kann ich wieder reparieren, ne? Müssen wir mal gucken, was ich brauche, um eine Schaufel zu reparieren. Was brauche ich dann, um eine Schaufel zu reparieren? Holz und Kupferbarren, natürlich. Ey, jetzt sind hier sogar schon die Pollen in meinem Büro drin. Ich habe nicht mal ein Fenster auf. Was soll das? Hier fliegt eine Polle. Geh weg. Zum Glück bin ich nicht algerisch, aber trotzdem. Ich glaube, ich habe jetzt den Ventilator jetzt seit ein paar Tagen mal wieder angemacht. Und der sorgt jetzt dafür, dass hier alles, was in dem Büro rumfliegt und kreucht und fleucht, einmal durch den Raum schwebt hier. In meiner Falle ist wieder was drinnen. Also der Jäger funktioniert. Ich kann nicht über ihn klagen. Oder zumindest das, wie heißt das Ding? Trapperlager, ne? Genau. Das funktioniert auf jeden Fall. Ist ja kein richtiger Jäger. Er geht ja nicht auf die Jagd. Aber er kümmert sich um die Fallen. Stellt die Fallen wieder auf, macht die wieder scharf. Und das ist super. Das macht er sehr gut. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal hier alles ausgegraben, was auszugraben geht. Und damit die Fläche erstmal geebnet hier. Theoretisch könnte ich hier noch einen Bauernhof hinsetzen. Aber ich schaue erstmal. Ich hätte gern meinen Bogen wieder. Ach da. Okay, gut. Sehr gut. Da ist ein Hase. So. Anvisieren und... Erwischt. Top. Das sind hier noch die letzten Bäume am... Ne, da vorne sind auch noch Bäume am Dorf. Also der Holzfäller kann noch Holz fällen, wenn wir noch welches brauchen. Aber ich glaube, im Lager sind gerade genug Holzstämme drin. Weil gerade auch niemand fällt. Also langsam wird mein Lager voll. Ich stelle mir mal eine Hacke her. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem Umgraben des Ackers. Ich habe nämlich jetzt Bock, mein eigenes Zeug anzubauen. So schnell wie möglich.
Wenn wir jetzt noch 5 Tage bis zum Winter haben, ist nicht lange. So. Hack ist ausgerüstet und jetzt geht's an den Acker. Mal sehen. Ich bin ja sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Okay, okay, cool, cool. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass das hier mit der Lage, weil wir so ein bisschen Schräglage bis zum Wasser haben, dass die Felder jetzt so ein bisschen in den Boden reinbaggen, aber es sieht gut aus. Ich glaube, ich level damit auf Landwirtschaft, wenn ich das jetzt gerade hier mache. Was muss ich nach dem Pflügen machen? Füge Baumwollsamen hinzu. Kein Gegenstand. Füge Dünger hinzu. Achso, okay. Wir können dann Samen hinzufügen. Das machen wir gleich mal. Baumwolle kann man also auch ernten und anpflanzen hier. Verstehe. Haben wir zwar noch keine Samen für, aber... Wir haben ja so Hanf und sowas und so ein Zeug. Das könnten wir bestimmt hier... Oh, was macht sie da? Ach, ihr besamt das jetzt schon? Wisst ihr denn, was ich dahin haben will? Oder macht ihr einfach irgendwas? Flachs, Flachs, Flachs. Okay. Digga, dann mach. Ich würde zwar gerne irgendwie verwalten können, was man hier drauf macht, aber wenn ihr das jetzt schon machen wollt, dann Feuer frei. Gebt euer Bestes. Also, Zweifel waren unbegründet. Es passt sich den Abhang an. Das finde ich gut. Okay, Hanf. Jetzt wächst das. Hier unten ist ein Song. Also seht ihr, dass dieser kleine... Ich zoome da mal ran in der Aufnahme. Dieser kleine blaue Balken da unten, der sich langsam füllt. Also ich denke, wenn der voll ist, dann können wir Hanf ernten. Und ich hoffe, dass es eine mehrjährige Pflanze ist. Aber wir gucken mal. Nicht, dass wir immer wieder Samen brauchen dafür. Oder wir bekommen halt beim Ernten einmal Samen und einmal Hanf. Ist auch gut, dass das hier neben der Sammlerhütte steht. Dann kann man zumindest... oh, hier kann man den Bauernhof verwalten. Ah, okay, okay, okay. Hier kannst du dann sagen, was hier alles drauf wachsen sollte. Aber, okay, verstehe. Aber wir haben jetzt keine Priorität drin. Wir könnten jetzt im Prinzip alles ausstellen, außer Hanf. Dann würde hier nur Hanf drauf wachsen. Und die... Achso, die Haltbarkeit der Hacke geht auch. Ich packe die Hacke mal ins Dings rein. Ins Lager rein. Aber ansonsten... Wächst, Digga. Wächst. Ich bin gespannt. So. Hacke kommt hier rein. So. Bauernhof war das letzte, was wir freigeschaltet haben. Ne? Jetzt haben wir erstmal nichts. Wir könnten wieder forschen. Wir gucken mal, was wir forschen können. Und was wir dafür brauchen. Guck mal, so eine Tasche wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ermöglicht es dem Träger, ein paar Gegenstände am Gürtel zu tragen. Und dafür brauchen wir Leinen, einfache Schnur und Riemen. Ich guck mal, ob wir alles im Lager haben. Also, Leinen haben wir nur einmal da. Ich dächte aber, dass wir das herstellen. Webstuhl verwalten. Nee, stellen wir nicht her. Okay, dann mach mal auffüllen, damit wir das zumindest immer haben. Wir haben schon wieder etwas in der Falle. Ich weiß nicht, ob ich nur die Fallen entleeren kann. Oder ob ich das auch machen kann. Aber noch ist es okay. Wir können in der Werkstatt mal einstellen, dass immer eine Falle da ist. Immer eine Falle ready ist, damit unser Dude die auch immer setzen kann. Kleine Falle. Auffüllen 1. Jo. Aber läuft doch langsam mit der Siedlung. Ich bin sehr zufrieden. Oh mein Gott, Leute. Man sieht an den Pflanzen einen Fortschritt. Oh ja. Oh, guckt euch das an. So sieht meine auf dem Balkon noch nicht aus. Aber irgendwann schon. Denkt dran, 3 Pflanzen, nur 3 Pflanzen. Aber man erkennt es zumindest schon mal. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier Flachs sieht man noch nicht. Leider. Haben wir jetzt überall was gesät? Hier hinten nicht, ne? Hier hinten noch nicht, außer da. Aber das kommt bestimmt noch, kommt bestimmt noch. Das ist hier Salbei? Ja, sehr gut. Top. Was ist mit dem Knoblauch? Kann man den auch aussehen? Knoblauch. Ich nehme den mal und versuch's mal. Ich weiß nicht, ob es geht. Vorne sind alle Points besetzt. Hier hinten haben wir noch Points frei. Knoblauchsamen, kein Gegenstand. Ah, wir brauchen
Wir brauchen Knoblauchsamen. Ich weiß nicht, ob wir Knoblauch sammeln können. Sammel mal Knoblauch. Ich hoffe, dass der jetzt irgendwo Samen, also dass der irgendwo Knoblauch sammelt. Wenn es hier Knoblauch in der Nähe gibt, wird ein NPC den sammeln. Und dass wir dann auch Knoblauchsamen bekommen. Also wir bekommen ja beim Sammeln auch Samen. Und zwangsläufig werden die Samen dann da eingepflanzt. Wir haben die Tasche freigeschaltet. Ich schaue mal nach, was wir brauchen, um eine Tasche herzustellen. 5x Hanf, 5 Schilfrohr und 3 Flachs. Easy peasy kriege ich zusammen. Ja, nur einmal Schilfrohr, das ist nicht gut. Dann muss ich mal sammeln. So, stellen wir mal eine Tasche her. Ich hätte auch Bock auf so eine Reisekapuze, muss ich ganz ehrlich sagen. 3 Rüstungen schmeckt, glaube ich. Ja, werde ich mir gleich mal herstellen. Oder wir erforschen was Besseres. Robuste Haube, 4 Rüstungen. Riemen und Leinen. Erforschen wir. Oh, so funktioniert es also. Ich sitze ein bisschen davor, ne? Pass auf. Ja, wo ist mein Inventar? Da. Also, hinter mir. Seht ihr jetzt, hier ist noch Space in der Tasche. 9 Stück. Nice, oder? Ich bin Fan von der Tasche. Doch, gefällt mir. Okay, geforscht wird jetzt nach meiner Reisehaube. Wir müssen aber noch, seht ihr das noch? Die eine hat noch immer noch keine Hose. Nicht, dass sie jetzt nochmal im Winter ohne Hose auskommen muss. Deshalb, oh, es wird zuerst in meine Tasche reinsortiert. Seht ihr das? Oh, Quatsch. Flachssamen brauche ich nicht. Ich brauche Flachs. Und zwar 7 Stück. Damit ich der Guten noch eine Hose herstellen kann. Eine schöne Reisehose. Ist eine Reisehose? Ja. Und dann gucken wir auch nochmal nach einem neuen Abenteuergewand für den Rest der Crew. Damit die gut gerüstet sind. Wo ist jetzt die ohne Hose? Komm mal her. Sie aus den Augen verloren. Wo ist die ohne Hose? Da hinten. Inventory. Nimm mal die Hose. Schön. Wir haben nicht genug Fell. Wir brauchen noch Fell. Wir brauchen noch Fell. Okay, ich guck mal, was unsere Wölfe da drüben tun. Vielleicht sind es wieder mehr geworden und ich kann ein bisschen Fell ernten. Sieht allerdings schlecht aus. Ich habe auch keine Pfeile dabei. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Fell. Kriegen wir das von den Hasen auch eigentlich oder eher nicht so? Guck gleich mal. Füge Wasser hinzu. Wir müssen das gießen, meine Freunde. Was ist das hier? Das ist auch Fell. Wir müssen das gießen. Also müssen wir doch einen Brunnen erforschen. Wir haben genug Fell. Was laber ich? Was laberst du? Wir haben genug Fell von den Hasen, die wir mal bekommen. Es gibt nur 2 unterschiedliche Arten von Fell, aber es ist im Prinzip immer Fell, aber die Icons sehen anders aus. Es gibt einmal Wolfsfell und einmal Hasenfell, aber es heißt trotzdem Fell. So, ich lasse euch jetzt in Ruhe mit Fell, war genug Fell für heute. Ich frage mich jetzt nur eins, wenn wir Wasser für die Felder brauchen, was ist, wenn es regnet? Ich hoffe und ich gehe eigentlich schon fast davon aus, dass das Spiel so schlau ist, dass wenn es regnet, ich dann kein Wasser mehr auf das Feld bringen muss, sondern es reicht, dass das Wetter den Job erledigt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so passiert. Wie sieht es jetzt aus mit meinen Attributen in Herstellung? Läuft. Läuft, läuft, läuft. Also in diesen ganzen Specs hier, die man, warum habe ich keine Landwirtschaft gelevelt, obwohl ich gepflügt habe? Mit den Specs hier sieht es ganz gut aus. Mit den Kampfspecs können noch ein bisschen besser sein. So, du bist ja hier bei uns der gute Kämpfer, sage ich mal, ne? Du bekommst jetzt von mir ein Abenteuergewand, damit du einfach ein bisschen mehr Rüstung hast, mein Freund. Und ein bisschen besser fightest. So, Saatgutbeutel ermöglicht den einfachen Transport von Samen zum Anpflanzen. Okay.
Sehe ich jetzt noch nicht, dass wir das brauchen. Komposthaufen wird zur Herstellung von Dünger verwendet, veredelt von verbrannten und verdorbenen Lebensmitteln verwendet. Okay. Mischeimer. Zur Lehmherstellung. Grubenholz. Holzbretter aus Baumstämmen. Ja. Räuchergestell. Drescher. Ein Arbeitsbereich zum Trennen von Weizenkörnern und Stroh. Brauchen wir noch nicht. Dorfhalle. Wassersammler. Wird zum Sammeln und Speichern von Regenwasser verwendet. Erforschen, meine Freunde. Stein und Baumstamm. Easy peasy. Wir können auch gleich schlafen gehen und dann hoffe ich, dass es morgen regnet. Ich hoffe auf Regen. Und ich stelle einfach nochmal ein Abenteuergewand her. Bis alle von mir ein Abenteuergewand bekommen haben. So lange mache ich das jetzt. Und natürlich levelt das auch Herstellung. Ist natürlich klar, ne? So, was brauchen wir denn für die robuste Haube? Einfache Schnur und Hanf. Easy peasy. Kriegt auch jeder von mir. Zuallererst bekomme ich das Ding. Überfall erwartet. Nicht so nice. Naja. Auf jeden Fall bekommt jetzt hier die eine, die bei mir noch im Hemdchen unterwegs ist, bekommt jetzt von mir ein Abenteuergewand. Na klar. Achso, erstmal wird sie verarztet. Ich weiß nicht warum. Was ist mit ihr? Inventar. Abenteuergewand. Zack. Wie viel hatte deins? 5 Rüstung. Naja. Stadtbewohnerhaube. Ja, die müssen wir auch noch ändern. Morgen erwartet deine Siedlung Überfall 2. Was heißt denn Überfall 2? Mach mir keine Angst. Warte mal. Wenn wir das da erforscht haben, dann erforschen wir doch erstmal irgendwas, damit unsere Leute richtig zuhauen können. Ein Rondel. Dafür brauchen wir Bronzebarren, Holz und Riemen. Haben wir das? Haben wir noch einen Bronzebarren? Sonst schmiede ich jetzt einen. Wir haben noch 2. Wie viele Riemen haben wir noch? Einen. Ich kaufe noch schnell einen. Ich will hier nicht unvorbereitet in den Fight gehen. Ich versuche jetzt noch alles rauszuholen, was geht. Meine Leute müssen einfach ausgerüstet werden, damit wir das überleben. Damit wir krasser sind. Ach so, ich muss den Bogen wegpacken, dann spricht er auch mit mir. Ganz wichtig, immer Waffen wegstecken, dann reden die auch mit euch. Kaufen. Er nimmt keinen, er will keinen, will mir keinen Riemen verkaufen. Ich hoffe, wir brauchen nur einen Riemen zur Erforschung von dem Schwert. Abenteuergewänder und vernünftige Hauben und jeder ein Schwert. Das ist jetzt das Ziel vom Überfall, das ich jetzt noch erreichen muss. 3! Verdammt. Für den Kriegshammer brauchen wir nur einen Riemen. Dann erforscht den Kriegshammer. Dann gehen wir jetzt, dann sind wir die Hammer-Crew. Wir sind Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer. Egal. Robuste Haube. Schnur und Hanf. Okay. Gib mir mal alle Schnüre und allen Hanf, den wir haben. Warte mal, regnet das? Es regnet. Jetzt gucken wir mal aufs Feld. Es wächst. Es wächst. Regen. Wir können uns auf das kontinentale Klima in Europa immer verlassen. Regen ist am Start. So, wir haben Schnur und Hanf. Wir stellen robuste Hauben her. Robuste. Jetzt regnet sich's richtig ein. Top. Sehr schön. Wunderbar viel Felder. Ich kann mir vorstellen, dass wir für die Kriegshammer auf jeden Fall noch Metall brauchen. Das gefahren werden muss. 2 Hauben können wir jetzt erstmal herstellen. Eine für mich. Und für irgendjemanden, der noch gar keinen hat. Also noch gar keinen Hut. Ich stelle noch ein paar Hosen her. Bei Hosen haben die, glaube ich, auch nicht. Dafür brauchen wir nämlich nur Flachs.
Ich kann noch eine Hose herstellen. Ja, das mit der Ausrüstung, das geht immer so peu à peu, ne? Also das können wir nicht jetzt auf einen Schlag alles herstellen. Weil so viel Kraut haben wir gar nicht zur Verfügung. So, was hast du für eine Hose an? Holzfällerhose 2. Reisehose 5. Easy peasy. Nimm die Reisehose. Und dann forschen Sie natürlich bitte weiter. Wir brauchen den Hamburger. In der Zeit werde ich natürlich noch mal ein bisschen Erz ernten. Was ist denn Jeden? Wie mache ich das? Wie jedet man? Was ist Jeden? Braucht man dafür auch eine Hacke? Ich glaube schon. Jeden, ist das nicht so? Ich weiß es nicht, ich google es gleich, aber Jeden ist doch so ein bisschen so, dass das Unkraut so wegmachen, ne? Unkraut Jeden. Kann das sein? Kriegen wir hier überhaupt was raus? Hier kommt gar nichts. Jetzt haben wir das erste Kupfererz bekommen. 2 sogar jetzt. Okay. Es ist nicht sehr schnell und nicht sehr ergiebig. Ich glaube aber auch, weil wir eine schlechte Hacke haben. Okay, ich würde sagen, es reicht das mal ein Kupfererz. Ging dann doch ein bisschen besser. Jettet er. Also das hier ist auf jeden Fall gejettet jetzt. Also er macht. Er tut. Finde ich gut. So, wie sieht's aus mit der Forschung? Haben wir jetzt den Hammer oder wird hier noch geforscht? 83%. Okay, okay, okay. Na, dann macht mal. Ich habe ja eh noch kein Zinnerz gefarmt. Kriegshammer erforscht. Sehr gut. Zeig mal her. Steht da, was man benötigt? Benötigt Stärke 2. Oh. Habe ich gar nicht. Ach, Leute, ich wusste, da ist ein Haken. Kann ich von hier aus sagen, die sollen was Neues forschen? Kann ich nicht, ne? Digga, ich glaube, wir müssen eine verstärkte Keule bauen. Nein, Stärke 2. Aber es gibt Leute bei mir, die haben Stärke 2. Bin ich mir sicher. Und der kriegt, oder die kriegt dann von mir einen Hammer. Stärke 2. Das, wie levelt man das? Geht das hier? Erfahrung bis zum nächsten Level. 170 von 1200. Lerne eine Fähigkeit, indem du ein Buch liest. Kann das Potenzial nicht überschreiten. Ja, aber wie level ich dann Stärke? Falls das jemand weiß, mal bitte in die Kommentare. Da kommen Banditen. Ich versuche die zu fighten. Immer schön den Bogenschützen am Rücken von dem anderen. Haut er jetzt ab? Bleib stehen! Naja, also wenn der in mein Dorf reinläuft, dann kümmern sich meine Leute schon um den. Ich bin mir sicher. Wer kommt zurück? Na gut, komm her. Von da hinten schießt du? Willst du mich eigentlich verarschen? Und der trifft mich auch noch. Er prediktet sogar, wo ich hinlaufe, ne? Seht ihr das? Ich muss ihn kalt machen. Er gibt mir sonst hart auf die Eier. Wo sind meine Leute, wenn man die mal braucht? Bevölkerung. Gefährte. Komm schon, den kriege ich alleine. Ja, schön, schönes Ding. Brauchte ich nicht mehr.
Und da haben wir doch schon den nächsten Riemen. So. Ich hoffe, ich kann jetzt in Ruhe mein scheiß Erz sammeln. Ich muss den einen noch looten. Dass ich so wenig Ausdauer habe, geht mir hart auf die Nüsse, ey. Ah, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ein Radieschen. Rein in den Schlund. Top. Oh, tatsächlich werden meine Hasenfallen geerntet. Schön. Also macht das doch jemand. Trapperlager? GG. Ich glaube, das funktioniert so. Leser. Dass bei jedem Schlag ausgerollt wird, per Zufallsentscheidung, ob ich einen Stein oder Zinn oder gar nichts bekomme. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für Zinn ist sehr gering mit der Hacke und erhöht sich mit einer besseren Hacke. Glaube ich. Weil ich kann auch gut 15 Mal auf den Stein hauen und bekomme gar nichts. Ihr seht es gerade, ne? So. Und jetzt bekomme ich 2 Zinnerz. Einfach so random. Jetzt ein Rohstein, 3. Zinnerz. Also es ist interessant, wie das hier ausgerollt wird oder wie das System funktioniert dahinter. Wüsste ich gern. Hätte ich gern mal einen Einblick vom Entwickler. So, ich möchte mal bitte gucken, was ich für so einen Kriegshammer brauche. Kriegshammer. Benötigt Herstellung 3. Kann ich gar nicht herstellen. 2 Kupferbarren, Holz und Rohstein. Aber ich glaube... Ja, ich werde uns alle mit einem verstärkten Knüppel ausrüsten. Weil ich einfach noch keine Herstellung 3 habe. Aber das ist ja Ansporn, einfach besser zu werden. So. Wir brauchen Kupferbarren. Das heißt, wir müssen Kupfer schmelzen. Und ein bisschen Holz. Aber Herstellung 3, wir sind nicht weit entfernt davon. Es wird... Vielleicht kriegen wir doch noch vor dem Überfall einen Hammer hin zumindest. Ich habe jetzt 4 Leute. Und ich brauche auch einen verstärkten Knüppel. Also 5. So langsam wird es dunkel nämlich. Das war jetzt unser Tag Vorbereitung, ne? Wir haben nicht mehr viel. Ich glaube, ich kann nicht schlafen diese Nacht. Oh, guck mal. Anni hat Landwirtschaft auf 2 gelevelt. Schön. Habt ihr auf jeden Fall noch jemanden entdeckt, der noch eine Hose braucht? Das könnten wir nebenbei machen, weil da müssen wir nicht dran stehen an dem Kupferding. Reisehose 7 Flachs. Okay, 7 Flachs. So, wo ist die ohne Hose hier? Da hinten. Entschuldigung. Wir haben keine Hose an. Ist das Ihnen bewusst? Ja, okay, alles klar. Viel Spaß. Okay, es wurde geerntet. Es wurde Hanf geerntet. Und jetzt wurde sehr viel Flachs gepflanzt. Schön. So, ich stelle schon mal Knüppel her. Denn dafür brauchen wir nur Kupferbarren und Holz. Ganz viel Holz. So, ich rüste mich gleich mal mit dem Knüppel aus. Ist auf jeden Fall stärker als die Axt, ne? Geschwindigkeit 98, Geschwindigkeit 85. Okay, verstehe. Ja. Ist auf jeden Fall besser. Auch noch Holz. Holzi, Holzi, Holz. Oh. Wir haben kein Holz mehr. Okay. Ich gebe dir schon mal einen Knüppel. Einen richtig großen Knüppel. Klingt falsch. Egal. Ja, dann haben wir jetzt erstmal 4 Knüppel hergestellt. Können nicht jeden mit einem großen Knüppel ausrüsten. Aber vielleicht haben wir morgen noch ein bisschen Zeit, bevor der Raid kommt. So, du kriegst einen großen Knüppel. Und du kriegst einen großen Knüppel. Du hast einen großen Knüppel.
Ja, da hinten braucht noch einen, ne? Braucht noch ein bisschen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Aber ansonsten fühle ich mich gut prepared für den neuen Angriff. Aber ich glaube, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Die nächste Folge wird dann die große Angriff 2 Folge. Und ich mache erstmal Schluss mit dieser Folge. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr die Folge schaut, macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.